herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast. Im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und diese Folge sogar auch bei YouTube. Kann man also gucken. Allerdings sieht man mich nur alleine, weil hier rund um den Spieletisch sitzt keiner außer mir. Wir kriegen es gerade einfach irgendwie nicht hin. Aber macht nichts, ich habe trotzdem Sendungsbewusstsein und möchte was erzählen. Nämlich zu einem Spiel, das wir jetzt immerhin zwei, drei Mal schon gespielt haben. Mit Michael und Christian zu dritt war ich dabei, mit meiner Frau zu zweit. Und was zurzeit irgendwie gerade sehr gehypt wird. Jeder berichtet drüber, alle haben schon was gesagt dazu, nur ich nicht. Also machen wir es auch heute. Aeon's End ist nämlich das Spiel. Gibt es schon ein bisschen länger auf Englisch, jetzt auch bei Pegasus erschienen, in Made in Germany, in Deutsch auch. Und da werden jetzt sicherlich auch die Erweiterungen nach und nach, die schon auf Englisch gibt, kommen. Es gibt auch schon eine Legacy-Variante und so weiter und so fort. Das Ganze ist übrigens ein Deckbuilding-Spiel, um das schon mal gleich vorwegzunehmen. Sowas wie Dominion. Also, man hat Karten schon mal von vornherein, dann kriegt man Karten dazu und kriegt, wenn man möchte, welche kann man sie kaufen, weitere und kann sie ausspielen. Wenn die Karten dann weg ist, nimmt man sich wieder welche von seinem Nachziehstapel und so weiter. Also man hat immer mehr, dass man sein Deck bildet, also durch Käufe verbessert, Karten vielleicht aussondert und dadurch versucht das besser zu machen als sein Gegner bei Dominion. Hier haben wir allerdings ein kooperatives Spiel. Und wer meine Frau kennt, auch aus den Folgen, der weiß, so ein Deckblatt, und für die nur Audio-Zuhörer sei gesagt, man sieht ein sehr, sehr mit Zähnen und mit Fletschen und mit Tropfen und mit, ist da Blut eigentlich auch? Nee, Blut sehen wir nicht. Aber wir sehen wirklich gruseliges, ein riesiges Monster und davor ein paar Leute, die dagegen kämpfen. Darum geht es natürlich auch bei diesem Spiel, aber eben gemeinsam. Das macht es natürlich schon mal einfacher, wenn jemand vielleicht das noch nicht so oft gespielt hat, dann kann man den so ein bisschen mitziehen. Und was steht hier? Ein kooperatives Kartenspiel am Ende der Ewigkeit. Will man was Schöneres in seinem Leben haben? Es ist ein Spiel, ab 10 Jahren. Wahrscheinlich kann man das so hinsehen. 45 bis 90 Minuten, also mindestens 60 Minuten, das würde ich schon einsetzen. Und 1 bis 4 Spieler. Also man kann auch Solo spielen, aber mit mehr Leuten macht es immer mehr Spaß. Ich habe festgestellt, zu viert haben wir es noch nicht ausprobiert. Zu dritt geht's, aber da kann man lange Wartezeiten haben für den Einzelnen. Kommen wir gleich zu, warum. Zu zweit hat es mir deutlich mehr Spaß gemacht. Also da ist man viel öfter dran und kann, natürlich kooperativ heißt immer, man ist auch bei den Gegnern mit dran, aber so richtig ist man es ja dann doch nicht und man möchte schon seinen eigenen Zug haben und das klappt beim Zweierspiel einfach viel besser. Was gucken wir denn jetzt mal rein? Was sehen wir denn da? Wir sehen eine Anleitung auf Deutsch, wie gesagt, und wir haben eine Menge Karten, die leider nicht so schön einsortiert sind mit so richtigen tollen Fächern, wie sie bei Dominion der Fall sind, sondern man hat so Abstandshalter, die man dazwischen tut und dann macht man die hier einfach in die Box rein und hofft, dass keiner die Box, glaube ich, mal auf den Kopf stellt, weil dann ist dann wieder alles durcheinander. Wir haben Zähler, da kann auch so ein bisschen hier, einmal haben wir den Gegner. Der Erzfeind, der fängt mit einer gewissen Zahl an. Die müssen wir natürlich reduzieren. Und wir haben selber unsere Feste der letzten Ruhe. Wenn wir die auf 0 hätten, hätten wir verloren. Dann haben wir Charaktere. Den hier nicht. Da können wir jeder wählen. Die haben auch so ein paar Sondereigenschaften, eigene Decks, mit denen die starten. Da sehen wir hier schon für die Videozuschauer. Die haben dann natürlich auch, sind auch alle so Kämpfertypen. Aber wir haben ja auch Brahma. Die Oma. Oma ist auch dabei. Na Mensch, sie hat zum Beispiel verschüttetes Licht. Und, was haben wir hier noch? Ein paar Erweiterungen und ein paar Gegner. Also wir haben auch unterschiedliche Gegner, die unterschiedliche Auswirkungen haben, gegen die wir kämpfen. Das ist das typische Spiel. Wir gegen den einen Gegner. Wir müssen ihn reduzieren, was die Wertigkeiten angeht. Auf der anderen Seite versucht er uns zu reduzieren. Entweder unsere eigene Lebensenergie, die haben wir auch. Wenn die auf 0 geht, sind wir noch nicht raus. Wenn das aber bei allen Spielern der Fall ist, ist auch Schicht im Schacht. Oder bei ihm eben, wenn wir seine Werte auf 0 bringen, haben wir gewonnen. Oder wenn er keine Karten mehr hat. Weil natürlich so ein automatisch mitspielender Gegner, der ist ja nicht am Tisch, sondern ist auch keine App, sondern der hat seinen eigenen Kartensatz, den ziehen wir und dann passieren blöde Dinge. Wie typischerweise
dass wir irgendwie selber Energie verlieren, dass er irgendwie sich verbessert, was bestimmte Dinge angeht, Sonderauswirkungen hat, oder auch, dass zusätzliche Gegner kommen. Ja, das ist auch so. Und zwar auch in verschiedenen Leveln. Also das ist schon vom Kartendeck so vorgesehen, dass man am Anfang eher etwas leichtere kriegt, daher wird es schwerer, dann sind wir aber selber auch stärker. Naja, das sollte sich hoffentlich die Waage halten, so die Idee wahrscheinlich der Entwickler. Und so ist es dann eben, dass wir manchmal dann da zwei, drei Zusatzgegner noch haben, die wir erstmal wegmachen müssen, bekämpfen müssen, bevor wir dann wieder an den Hauptgegner kommen können, um den es ja eigentlich am Ende geht. Weil ansonsten kommen die uns nämlich wie so Zombies jede Runde, wenn sie gezogen werden, wieder. Man hat übrigens keine feste Spielerreihenfolge, das ist auch eine Besonderheit. Eigentlich ganz spannend, nämlich wir kriegen zwar eine Spielerzahl, zum Beispiel bei Zweierspiel einer die 1, einer die 2, aber dann haben wir so ein Deck von Zufallszahlen, hätte ich beinahe gesagt, wo dann gedost wird, jeweils für jede Spielrunde neu, wer ist jetzt als nächstes dran. Also da gibt es auch einen entsprechenden Mechanismus dahinter, sodass das auch einigermaßen gerecht ist. Immer der Böse ist zweimal dabei. Beim Zweierspiel ist dann jeder von den anderen auch zweimal dabei. Das heißt, wir haben 6 Runden für einmal komplett Durchlauf. Davon sind 4 wir Guten, zweimal Spieler 1, Spieler 2 und einmal zweimal der Böse. Und deswegen ist beim Dreierspiel das so doof, weil da gibt es nur 1, 2, 3 in Einzeln und zweimal den Bösen. Wir haben also öfter den Bösen. Und jeder ist nur einmal eigentlich dran. Das heißt, wenn es richtig doof mit den Karten läuft, kann der mal richtig 4 Runden plus nochmal vielleicht, wenn es ganz blöd läuft, 4 Runden warten, bis er eigentlich wieder dran ist. Und das war nervig beim Dreierspiel. Beim Zweier funktioniert das allerdings richtig klasse. Ja, und eine weitere Besonderheit für die Kenner des Spielebereichs der Card-Building- bzw. Deckbuilding-Spiele. Wir haben nicht so, das Typische ist ja, man hat sein Kartendeck. Dann spielt man die Karten aus, kauft sich neue Karten, um sich zu verbessern, spielt irgendwelche Kampfkarten, damit der Gegner irgendwie reduziert wird, legen das weg, ziehen wieder nach. Wenn der Nachziehstapel weg ist, wird normalerweise der Ablagestapel durchgemischt, kommt wieder hin und wir ziehen neu. Ja, das ist hier aber nicht so, weil der Nachziehstapel wird zwar auch wieder vom Ablagestapel gebildet, allerdings wird nicht gemischt. Das ist ein taktisches Element. Wir bilden uns also unseren Nachziehstapel selber in der Reihenfolge, soweit es denn geht, aus immer den schon abgelegten Karten. Die liegen wir auf den Ablagestapel und der wird dann nur umgedreht und geht dann wieder in der gleichen Reihenfolge weiter, wie wir sie da hingelegt haben, die Karten. Wir haben also, wer richtig gut mitrechnen kann, eine gewisse Ahnung, was da kommen mag, kann das auch taktisch ein bisschen nutzen, weil einige Karten mit anderen gut harmonieren, andere wieder nicht. Aber man muss ja auch ein bisschen aufpassen. Ja, es geht auch, wenn man da nicht zu sehr drauf aufpasst. Also es ist das Blöde ist nur, man muss aufpassen. Das ist mir tatsächlich als Dominion-Hardcore-Spieler, ich habe gesagt, also wir spielen es wirklich viel, dass man nicht automatisch den Nachziehstapel nimmt oder den Ablagestapel und anfängt zu mischen. Das ist manchmal so drin. Ja, das ist dann ist blöd, aber dann kann man trotzdem weiterspielen. Also da ist ein bisschen Selbstdisziplin dann auch gefordert, damit das Ganze so funktioniert. Auch noch eine Besonderheit ist, die sozusagen Karten, um den Gegner zu reduzieren, man weiß, was ich meine, die spielt man nicht direkt, sondern da haben wir hier so komische Risse, aktive Risse oder noch nicht dunkle Risse, davon haben wir 4. Das sind Felder, wo wir genau solche Zauber, die nämlich den Gegner um Punkte reduzieren, drauflegen. Das heißt, wir können nicht jetzt sofort den Zauber erwirken und sagen, ja, du kriegst 3 weniger. Nee, die Karte müssen wir erstmal auf so einen Riss legen, den wir haben. Und dann, erst in der nächsten Runde, kommt dieser Zauber zum Anwirkung und dann wird reduziert. Das kann manchmal dann auch sein, weil der Gegner irgendwie was hatte, was dann diese Zauber wieder entfernt, dass dann doch nichts passiert. Und von diesen Rissen haben wir zwar 4, aber typischerweise ist nur einer davon so aktiv, dass sie nutzen kann. Die anderen muss ich erst aufleveln, um sie dann zu nutzen oder aktivieren. Ja, ich will es nicht zu kompliziert machen gleich am Anfang, aber das heißt, da muss man noch ein bisschen Geld investieren, ich meine gesagt, also von dem, was dort eine Währung ist, um das dann auch zu verändern. Also wir haben die Möglichkeit in der Aktionsphase, da gibt es übrigens im Gegensatz zu Dominion nicht irgendwie eine Anzahl von Käufen, maximal, minimal oder Aktion. Nee, man kann alles immer so oft, wie es geht. Aber es geht eben dem Spiel immer. Und wir können sogar noch, und das ist auch noch eine Besonderheit, wir können hier unserem eigenen Menschen,
den wir darstellen, der hat hinten übrigens auch noch so ein bisschen Story drauf, hier Energie geben. Und wenn seine Energie unten aufgelevelt ist, auf bis zu 5, dann hat er eine Sonderfähigkeit, die er einmalig nutzen kann. Kostet allerdings natürlich auch jeweils ein bisschen was von der Währung, die dort ist. Wir haben ja natürlich eine Menge Karten, die es gibt so Standard-Anfangsdecks, mit denen man mal starten sollte, auch ein Anfangsgegner. Und danach werden die eigentlich mehr oder weniger nachher zufällig genommen und nach einer bestimmten Zusammenstellung. Und dann spielt man. Und was ist jetzt der Reiz daran? Ja, wir mögen Dominion und jetzt mal kooperativ und gegen den Gegner. Und das ist nicht leicht. Also bei dem ersten Spiel haben wir wirklich granatenlos verloren gegen diesen Endgegner. Im zweiten Spiel hat es schon viel besser geklappt, weil wir zum Beispiel solche Dinge wie Karten aus dem Spiel nehmen, viel mehr genutzt haben. Weil wir auch diese Energie hier mehr genutzt haben. Also Dinge, die man aus dem Dominion gar nicht kannte und sagt, na komm, spielen wir mit den Standardsachen. Und so ein paar andere Dinge, die dann dazu führten, dass wir nachher schlagkräftiger waren und das dann im zweiten Spiel schon viel besser lief. Und was mir so ein bisschen fehlt, ist die Story. Ja, natürlich hat alles irgendwie Story. Hier ist eine Story auf der Anleitung und die Karten werden, die Leute werden erklärt. Aber was jetzt nicht dabei ist, zumindest bei dieser Variante hier, dass man vorgefertigte Karten, Decks hat, Empfehlungen, wie es bei Dominion der Fall ist. Nicht ganz, stimmt nicht ganz. Es gibt 2 für die Anfänger, aber danach ist vorbei. Das hätte ich cool gefunden, wenn man sozusagen so ein paar Story-Elemente hätte. Vielleicht ist es in der Legacy-Variante, die kenne ich noch nicht. Sodass erst man die Kartendecks nach und nach kennenlernt, aber eben dann auch vorgefertigt, ja, bin Fan davon, in diesen Fällen dann weiß, welche Karten, mit welchen man ganz gut jetzt, viel Spielspaß zumindest hat. Muss ja nicht dadurch einfacher werden. Aber das ist leider auf hohem Niveau. Man hat immerhin 2 Empfehlungen am Anfang. Damit kann man ja auch, hat man schon mal 2 Spiele, meistens ja sogar mehr, weil man es nicht sofort schafft, mit denen man dann einigermaßen auch durchkommt und danach, ja, nimmt man sie eben dann so, wie man einfach nur möchte. Es gibt Sonderkarten für jede Figur. Wie gesagt, die Gegner haben ihre eigenen Karten jeweils für jeden der unterschiedlichen Gegner. Also da ist für relativ viel Spielspaß und viel lange Spielen gesorgt. Es gibt einige, die behaupten, das wäre das beste Deckbuilding-Spiel, das es jemals gab. Weiß ich nicht. An die Leichtigkeit von Dominion kommt es dann doch nicht ran. Aber es ist auch irgendwie eine coole Geschichte, mal kooperativ. In einer ganz anderen Setting und auch mit ganz neuen Funktionen hier dieses dann mal zu machen. Also deswegen, wir hatten wirklich Bunny Spaß. Erst recht, weil wir es dann geschafft haben. Das ist so ein Gefühl. Aber nichtsdestotrotz muss es sich bei uns natürlich auch noch über mehrere Partien jetzt irgendwie beweisen. Aber es ist auch nicht ganz billig. Ne? Also es geht so bei, ich weiß nicht, ich habe es hier im örtlichen Handel, glaube ich, für 45 gekauft. Kriegt auch eine Menge Karten. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen schöneres Tiefziehteil noch gewünscht. Aber ja, man kann da, glaube ich, wirklich ewig mitspielen, weil Erweiterungen in Massen gibt es auch schon und kommen nach und nach sicherlich auch noch. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, schönes Spiel. Aber Dominion bleibt weiterhin cool. Gibt es ja auch inzwischen eine neue Erweiterung, durch die wir uns gerade arbeiten, die auch irgendwie ganz lustig ist. Menagerie, ja. Aber das ist ein anderes Thema, das an anderer Stelle erzählt werden soll, die Geschichte. Ja, wenn es denn gewünscht ist. Gefällt euch diese Art, wie ich das hier erzähle, dann schreibt gerne was zu. Ansonsten, ja, dann habe ich es mal wieder versucht, mal ein Spiel zu erzählen. Vielleicht kriegen wir es auch mal wieder hin mit der ganzen Truppe. Aber ja, das ist zurzeit alles schwierig. Kinder und so. Man weiß es ja. Gut. Bis bald. Tschüss.